Was ist denn los mit euch? Folge 50 von Laskaris am Start. Und yo, ich würde sagen, wir hauen jetzt mal ein bisschen auf Kacke. Ich habe ja vorhin schon ein Video hochgeladen. Weiß nicht, ob ihr das Video jetzt hier, am gleichen Tag seht. Kurz ein bisschen hier Musik einstellen, so. Und zwar ist ja jetzt seit 12 Uhr, also ich nehme es hier gerade zweiter auf. Wir haben 13.20 Uhr. Und es ist ja 29 Stunden Doppel-Event, was ich auf jeden Fall mal schamlos ausnutzen werde. Und ja, da habe ich mir gedacht, Folge 50 am Start. Und gestern ist mein Charakter wieder ein Jahr älter geworden. Ich weiß selber nicht genau, wie alt. Deswegen gucken wir jetzt mal. Charaktergeburtstag. Ah, okay. Am 1. Ah, okay. 1.1.2011. Ey, wenn das mal kein Schnapsdatum ist, dann ist der Char jetzt 4 Jahre alt. So, können wir uns mal ein Geburtstagsgeschenk. Nice. So, dann haben wir jetzt hier eine geile Kiste gekriegt. Jetzt 5-mal diese Skill-Kapseln. Die Dinger hier, genau. Event-Platin-Schwertel haben wir auch hier bekommen. Und was ich noch sagen wollte. Warte, was bringt eigentlich der 4-Jahres-Titel? Den gucken wir uns mal gerade an. Waren wir denn hier? 100 Crit und 30 tödlich. Was haben wir hier? Ja, okay, ja, das kann man da schon mal ersetzen, also. Ne? Hier, 4 Jahre. Nice, okay. Und ich habe da noch was Schickes in meinem Lager gefunden. Und zwar ein 500er-Ticket. Und ich bin am überlegen, ob ich das jetzt hier mal während dem Event durchkloppen soll. Einfach bei dem B-Schieß. Bin ich echt am überlegen. Ich denke mal, ich werde die Folge heute hochladen. Dann schreibt mir mal bitte direkt in die Kommentare, ob ich das machen soll. Jetzt an dem Event. Ich glaube morgen. Das Event müsste ja dann bis morgen 16 Uhr gehen oder sowas. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir dann mal. Dann könnt ihr mir das ja mal in die Comments schreiben, wäre auf jeden Fall nice. Und dann habe ich noch eine Frage, und zwar, ist zwar noch eigentlich nicht spruchreif, aber ich will ja demnächst meinen Schmuck verkaufen. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell wir jetzt hier Level up wären, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit durchsuchte. Und vielleicht auch noch die PSL mache, hoffe ich mal, dass wir dann locker 124 sind, mindestens, das erwarte ich. Und ja, dann würde ich sagen, holen wir uns mal kurz noch die Weihnachtsbuffs hier ab. Müssen wir eigentlich jetzt auch mal bekommen hier. Genau. Sehr schön. Und gehen wir mal zu den B-Schieß. Wie ihr seht, ich habe schon wieder 5% gekloppt eben. Gerade mal 20 Minuten gekloppt oder so. Bei dem B-Schieß in der Dungeon-Zeit war das. Und einfach mal 5% gemacht schon mal. Also es geht auf jeden Fall schon mal relativ fix. Und ja. Dann würde ich sagen, latschen wir mal erstmal dahin. Und schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall nice, dass so lange Doppel-Event ist. Was auch mal wieder nice wäre, wäre ein Pet-XP-Event. War zwar letztens erst, aber wäre trotzdem mal ganz nice. Ich überlege auch, ob ich mir hier für 600 mal diese Pet-Pillen hier kaufe und die dann einfach mal jetzt hier irgendwann durchkloppe, damit hier mal der Ela endlich Level 60 wird. So. Den will ich nämlich auf jeden Fall, bevor wir nach Moraska gehen, mal auf Level 60 haben, auch wenn die Mobs da relativ schnell down gehen sollen. Will ich den auf jeden Fall trotzdem endlich mal auf 60 haben. Ich meine, wir haben den jetzt schon so lange. Und da kann er ja auch schon mal ran, ne? Und so Level up werden. Ist ja auf jeden Fall nice. Und ich muss mal gerade gucken. Okay, ich habe noch genug Speicher frei. Muss gucken, dass ich nicht so lange aufnehme, 15 Minuten. Mehr ist, denke ich, schon mal nicht drin. So. Okay. Gut. Ja, ich habe 122 KK. Bei dem B-Schieß übelst viel an Waffen gedroppt. Und die dann verkauft, habe ich erstmal 20 KK für gekriegt. Also kann man auf jeden Fall auch relativ gut Kohle machen. Vor allem jetzt hier mit dem Weihnachtsbuff, wo man die Dropchance für eine Stunde erhöht hat. Ist das auf jeden Fall nice. Und ja, Weihnachtspuzzle hier fehlen mir noch 2 Teile, die ich noch nicht gedroppt habe. Und ansonsten wundert's mich. Ich habe eben mal ein bisschen bei Bishis geklappt, habe ich ja gesagt, 5% habe ich ungefähr gemacht. Und die Bishis machen mir so unnormal viel Schaden jetzt auf einmal. Das ist richtig
komisch irgendwie. Ich kassiere richtig von den Beiges, Alter. Das ist richtig krass. Ich weiß auch nicht warum. Aber. Ja, es geht halt noch, ne? Aber ich finde, früher haben die irgendwie weniger Schaden gemacht, so. Was heißt früher? Ich habe ja. Vor 2-3 Tagen habe ich ja schon mal gekloppt. Und da haben die nicht so viel Schaden gemacht. Komisch, naja. Mal sehen. So, Jago haben wir auch noch Level 1. Lilith der Stürme, die würde ich auch eigentlich mal ganz gerne irgendwie loswerden. Weil es nicht im Sinne von verschenken, sondern irgendwie verkaufen. Ich weiß aber nicht mal, was die wert ist. Boah, und ich freue mich schon so einen Keks, wenn wir endlich bald die, die neue Rüssi anziehen können. Oh, das wird richtig geil. Und ich bin froh, dass wir nicht so viel Equip kommen. Wir brauchen jetzt nur noch Handschuhe. Den Rest habe ich ja Gott sei Dank damals relativ billig gekauft für einen KKK. Pro Stück, wenn ich mir das jetzt angucke, hier 135 Handschuhe plus 15 oder so, wollen sie irgendwie 3 KKK für haben oder so, oder 2,5. Da denke ich mir auch noch so, ja, kann man machen, muss man aber nicht, aber ne? Auf jeden Fall. Ja, ziemlich teuer. Also wer das Geld hat, kann es ja machen. Aber ich habe für 2,5 KK 2 Rüssi-Teile plus 14 Gold, B5 Eva. Und ja. Deshalb, ne. So, man sieht schon, ich kassiere jetzt hier relativ heftig gerade schon. Und ich bin so dumm und hau wieder Mana-Pots rein, ey. Gott, wie schlau. Ich könnte vielleicht auch mal den Adler rausholen, der ist auch bald Level Up. Müssen wir auf jeden Fall auch mal dann leveln. Ist das nicht noch sogar eins von denen, was wir brauchen? Ja, tatsächlich. Nice, gut, es fällt uns nur noch 9. Also quasi das letzte Teil. Oh, das finden wir auch noch. Yo, oh, ich freue mich auch schon, wenn wir die Moraska-Quests dann machen können, also beziehungsweise die Quest, damit wir nach Moraska kommen, so. Die geben dann nämlich auch nochmal fett XP, soweit ich das weiß. Zumindest auf dem P-Server haben die auch richtig fett gegeben, meine ich. Aber ich denke mal, wenn wir die Moraska-Quest hier machen, die dann schön mit PSL abgeben, wie sich das gehört, dann denke ich mal schon, dass wir da ein Level rausholen können, oder vielleicht so eine Hälfte, aber ich denke mal, das wird schon klappen. Wenn wir dann einmal in Moraska sind, dann wird das sowieso alles chilliger. Hoffe ich doch mal. Dass wir dann hier mal ein bisschen schneller vorankommen. Im Moment geht es ja relativ schleppend. Wobei jetzt finde ich inzwischen geht es jetzt hier auch wieder ein bisschen schneller. Irgendwie bei den Beiges. Durch Angriffshaltung und so jetzt wahrscheinlich auch noch. Dass wir dann noch mehr Schaden machen. Sieht ja hier, die Beiges gehen hier down wie Butter. Wie Butter. So, wir gucken uns mal eine AG. Na, bin ich schon die ganze Zeit drin. Schade, es sind im Moment irgendwie keine Ferngruppen am Start. Schade eigentlich. So, gleich kommt jetzt hier auch irgendwie ein Geschenk. Ach, 59 Minuten? Ja, super. Wo ist denn das dann bitte? Wenn das 59 Minuten ist, dann müsste das doch irgendwo da unten jetzt sein, theoretisch. Da will ich jetzt aber mal. Ah, hier ist es doch. Okay, da habe ich was wahrscheinlich eben schon mal übersehen. Rote Zipfelmütze, wahrscheinlich wieder für Schattenpriester. Ah, kann ich direkt wegschmeißen. Ich denke mal, das Zeug ist eh nichts wert. Gehe ich mal von aus. Wir müssen mal irgendwo ein bisschen was droppen gehen. Da hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Puh, im Seelenturm konnte man das ja gut. Bei Hafen konnte man das gut, aber die Hafen sind jetzt inzwischen auch schon grün. Das heißt, dass wir da droppen. Irgendwas droppen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Ja, ich habe keine Ahnung, wo könnte man droppen gehen auf dem Level? Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da irgendwie Ideen habt. Ich wüsste jetzt so auf Anhieb nix, wo man mal sagen könnte, ja, da gehe ich jetzt mal kloppen. Und gönn mir da mal irgendwie ein paar coole Sachen. Also da, wo es sich auch lohnt, ist hier bei Bishes kann man natürlich auch Waffen droppen und die dann verkaufen, aber ich denke mal, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was für uns am Strich mehr lohnt, ob man dann das Risiko eingeht, dass man nur Scheiße droppt und dann halt auf Glück versucht, irgendwie ein Castle zu droppen oder so, oder ob man halt lieber hier bei Beiges die ganze Zeit kloppt mit dem Buff und so.
und sich hier dann die ganzen Waffen und alles gönnt und das dann lieber verkauft. Weiß nicht, was dann da unterm Strich mehr bringt. Ja, wenn ich mal so überlege, was haben wir denn bei Hafen alles gedroppt? Also ich habe da schon einige coole Sachen gedroppt, meine ich. Das hat auch relativ viel Bock gemacht. Da ist natürlich auch viel Kohle für goldene Lupen und so draufgegangen, keine Frage. Aber ich glaube, ich habe da sogar zweimal ein Castle gedroppt und ich glaube einmal Speedschuhe für Heili oder so. Wobei ich glaube, die Speedies für Heili waren, glaube ich, relativ crap und ich habe die nur für 30, 40kk oder so wegbekommen. Weil die kein Mensch haben wollte. Aber ich meine, ein Castle wäre da rausgekommen. Ich weiß es nicht mehr genau. Ein oder zwei Castle, meine ich, hätten wir gedroppt. Und ich glaube, einer davon war sogar richtig, richtig gut. Ich glaube, der war für Titan oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe keine Ahnung mehr, ohne Spaß. Zu lange her. Haha, war irgendwann letztes Jahr. Als wäre es schon jetzt hier Mitte 2015 oder so. Übrigens nochmal frohes Neues und so. Wenn ihr das hier seht. Oh, hier, Teil 9 muss man nochmal hier langsam droppen. Was ist denn los? Kann doch nicht so lang dauern hier. Das kann noch nicht so lang dauern. So. Gut. Und ja, wenn wir jetzt hier schon einmal bei Folge 50 sind, dann könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wer alle Folgen gesehen hat bis jetzt. Wo war ich stehen geblieben? Beste ist immer noch, wenn die Eltern, verstehst du, machst extra Tür zu, ne? Denkst du so, ja, ich will einfach nur meine Ruhe haben. Und dann kommen deine Eltern trotzdem ins Zimmer geplatzt. So, und ja, wie gesagt, ich wollte mich erstmal fett bei euch bedanken, dass ihr meine Videos so aktiv schaut. Bei Laskars vor allem. Wo ich dann immer nach 2 Tagen oder so schon 100 Views hab. Auf jeden Fall nice. Und ja. Was könnte man noch sagen? Ich wollte noch irgendwas sagen. Ja, wie gesagt, schreibt mir das mal in die Comments mit den genau. Seit wann ihr schon dabei seid, ob ihr schon alle Folgen geguckt habt oder ob ihr das irgendwie noch nachholen wollt oder keine Ahnung, also ab welcher Folge, schreibt mir das einfach mal in die Kommentare, ihr dabei seid und ob ihr alle Folgen geguckt habt. Selbst wenn ihr jetzt erst seit Folge 23 oder so dabei seid, habt ihr wahrscheinlich dann trotzdem, denke ich mal, vielleicht doch die ersten 20, die 22 Folgen davor noch geguckt, so. Und dann würde ich sagen, ich mache hier am besten jetzt schon mal Schluss, bevor mir wieder die Festplatte vollläuft. Dann haben wir nur noch 9 GB frei. Und dann sage ich mal, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Danke für 50 geile Folgen. Ohne euch wäre das gar nicht möglich. Beziehungsweise wäre es schon, aber dann würde es nur halb so viel Spaß machen. Ja, wie gesagt, fettes Dankeschön an euch. Vielleicht mache ich auch irgendwann mal Giveaway oder sowas. Mal schauen, ob ich da irgendwie was geplant kriege. Und dann würde ich sagen, haut da rein, bleibt dran. Und wir sehen uns. Bis dann, haut da rein. Tschüss! Going for a ride.